Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Metroid Fusion mit Chibi Let's Play. Und wir sind nun im vierten Sektor, der noch vollkommen unerforscht ist. Aber unser Ziel ist schon mal da oben verzeichnet. Ich denke, ich werde auch direkt den einfachsten Weg da nach links nehmen. Und dann schauen wir mal, was sich da so ergibt. Okay. Da unten ist das Wasser schon mal unter Strom. Davon hatte uns Adam ja auch schon erzählt. Da komme ich nur mit dem Speed Dash rum. Okay. Kann ich mich hier nicht noch irgendwie weiter durchbomben? Das sieht so. Ja, kann ich. Will ich das? Ja, vielleicht ist da ja was. Nein, hier sind nur die offenstehenden Kabel. Ah! Ich bin weg. Man hätte ja sein können, dass da ein Energietank versteckt ist, ne? Oder zumindest ein Missile-Container. Okay, dann hier lang. Ups. Ja, ich komme dir schon nicht zu nah. Was ist denn hier oben? Ein versteckter Weg. Hier ist schon wieder alles grün auf der Karte. Ein kleines Wasserproblem. Okay. Das scheint mir eher eine Art Rückweg zu sein. Aha. Okay. Wie komme ich da hoch? Ein Wandsprung vielleicht? Wäre naheliegend. Das sah mir fast schon... Es gibt einen Wandsprung. Okay. Wie in Super Metroid, nur anscheinend auch mindestens genauso kompliziert. Oder ich habe das Timing nicht so ganz raus. Ah doch. Alles klar. Der lächelt mich an. Ich will dahin. Was ist denn das da? Ja. Lieber so. Okay, auch wieder von oben nach unten. Das scheint hier wirklich ein Rückweg zu sein. Vielleicht sogar vom Ziel aus. Haha, okay. Ja, egal. Dann grasen wir das Ganze jetzt mal ab. Da ist was versteckt. Oh, okay. Noch eine. Okay. Moment. Laut Minimap ist ja aber auch noch was. Was könnte hier noch sein? Vielleicht hier noch eine Ecke? Jo. Okay. Dann haben wir den. Den da unten hole ich mir natürlich auch noch. Aha, also so geht's. Gut. Okay. Ha. Alles klar. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Und... Ja, dann werde ich hier auf diesen akkurat angeketteten Blöcken hier einfach weiter nach links gehen. Schon weiter unten. Ich hätte nach oben gemusst, glaube ich. Geh mal weg da. Ah, noch einer. Ah. Okay, hier ist kein Strom, glücklicherweise. Okay. So. Der Fisch ist auch rasiert. Dann können wir weiter. Da ist ein Speicherpunkt. Der nur in eine Richtung geht. Alles klar. Wir haben mal wieder kleine Wasserschäden. Oder zumindest kleine undichte
Boiler, Wasserboiler. Nipp. Nipp. Weiter geht's. Und hier ist ein Energietank. Cool. Ja, ich hab's befürchtet. Ich komme hier nicht weiter. Kann ich das hier nicht wegspringen? Nein, natürlich nicht. Hm. Ich muss von da links irgendwie rein. Aber wie? Jetzt bin ich verwirrt. Du nervst kein bisschen da, weißt du? Muss ich mich da oben irgendwie durchbomben? Kann das sein? Aber ich hab doch da schon... Na komm. Aber wenn, dann wäre da was erschienen. Also wäre zumindest sichtbar gewesen, wenn ich da jetzt weitere Missiles hinschießen müsste oder so. Du bist auch wieder da. Ist schön für dich. Ich gehe weiter. Okay. Vielleicht von links. Von dem Speicherpunkt aus. Vielleicht hat der ja einen Durchgang. Okay. Ha, also doch. Gut, ich habe nämlich keine Lust, da ins Wasser zu fallen. Da ist wieder so ein offengelegtes Kabel. So angeknabbert. Ich will gar nicht wissen, von wem. Da ist nix. Was? Da war... Hier ist eine Ecke unsichtbar. Das ist irgendwie cool. Gibt's also doch auch solche Verstecke. Aha, sehr interessant. Auf jeden Fall danke für den Mister-Container. Und auch danke für die Energie, die ich nebenbei noch hole. Achso. Ich habe kurz auf die Energie geguckt und wir haben... Ja, zwar nicht alles komplett voll, aber immerhin... Wage ich mich jetzt weiter hier durch? Todesmutig. Okay. Kann ich mich hier irgendwie hochbomben? Nein, aber wir sehen einen Durchgang. Das ist genau der Durchgang zwischen Speicherpunkt und Bosskammer. Zumindest laut Minimap. Ja. Das heißt, ich muss einmal... Muss ich da einmal komplett durch? Einmal außenrum? Das wäre ja gemein. Ich weiß noch nicht. Na gut. Oder kann ich mich hier durchbomben? Ja, kann ich. Sehr gut. Dann muss ich auch gar nicht erst in dieses elektrisierte Wasser da rein. Gut, dann sind wir jetzt hier. Ja, ich gehe mal kurz nach links, einmal gucken, was da ist. Pumpenkontrollraum. Okay, ich glaube, das könnte gleich wichtig werden. Auf jeden Fall komme ich da jetzt... Ah, mit dem Speeddash komme ich da erst rein. Okay. Ich habe so eine leise Vermutung. Aha. Dann so. Okay. Ja. Hey! Der hat mich runtergeschubst! Okay, der Boden löst sich auf. Das ist nicht ganz so schön. So, dann klettern wir halt wieder drüber. Na. So. Okay. Gut, dann speichern wir hier mal. Da ist sogar noch ein kleiner Riss an der rechten Wand. So viel dazu. Dann gehen wir mal hier rein, ne? Hallo? Okay.
Dann komm mal her, Ceres. Ich hoffe, das war jetzt nicht sein Frühstück. Aber ich habe das doofe Gefühl, dass es doch so ist. Moment mal. Der Boss ist gar nicht hier. Ich gehe lieber raus hier aus dieser Knochensuppe. Ich habe ein doofes Gefühl. Aber wenigstens sind wir jetzt hier auf dieser Seite. Da ist der Boss. Hinter diesem Auge da wieder. Okay. Na dann, mach auf. Ja. Das war zu früh. Na. Wieder einer. Okay. Rote Schleimis nehmen wir auch mit. Und dann... Ja, toll. Alles unter Wasser. Dann wagen wir es mal. Jedenfalls schon mal eine Gruselstimmung. Naja. Naja, ist klar. Okay. Wieder so ein Geselle. So ein schlangenartiges Vieh. Wie wir es jetzt auch schon ein paar Mal in Metroid hatten. Und ich rate, ich muss den Kopf treffen. Okay. Ist nicht ganz so einfach, wie es klingt. Na! Okay. Interessante Musik übrigens. Leicht so. Zu spät. Aha. Ceres ist wütend. Jupp. Ah. Na komm. Okay. Ich schieße leider viel zu spät. Gut. Ein weiterer Treffer. Na. Ah. Ah. Ich springe eigentlich nur, um auszuweichen und nicht, um gerade getroffen zu werden. Das ist ein bisschen... So, okay. Ja. Jippa. Auf jeden Fall verändert es schon mal seine Farbe. Das ist gut. Denke ich. Ja, das war gut. Okay. Kommen wir jetzt wieder zu dem parasitären Gedönse. Jetzt muss ich ein bisschen Energie tanken. So viel dazu. Ich bin so langsam. Ah, Mann. Ich bin so langsam unter Wasser, wollte ich gerade eben sagen. Egal. Wir haben ja glücklicherweise direkt vor dem Boss gespeichert. Es ist nur ein bisschen schade, dass man hier nicht auch direkt beim Speicherpunkt auch geheilt wird, dass man dafür extra den Regenerationsraum eingeführt hatte für. Aber naja, was soll's. Dann versuche ich mal vom Auge weniger oft getroffen zu werden. So viel dazu. Ich mache dafür sehr früh für Aufspringen. Na? Schade, das war zu spät.
bin fest davon ausgegangen, dass da jetzt dieser Laser kommt. Immer dreimal und dann kommt erst das Auge. Gemeinheit! Egal. Ich hab Angst. Bäh. Bäh. Und schon so entgegengeschossen, das wie... Mie. Hat das gerade die Plattform da kaputt gemacht? Nein, ne? Na komm. Oder so. Bäh. Ich erschrecke mich dabei immer. Na komm. Okay, weitere Treffer. Ich glaube, ich bleibe jetzt doch wieder hier oben. Nicht im Wasser. Nee. Oben. Pff. Okay. Menu. Okay. Ah. Ah. Okay. Ah, Mann, oh, gemein. Geh weg. Geh weg. Auf Abstand, ja? Ach, endlich. Jetzt muss ich einmal wieder nach oben. So, und wir erhalten... den Speed Booster. Anlauf erforderlich. Okay. Wie vermutet, haben wir nun die Fähigkeit davon. Jetzt kann ich hier lang. Und jetzt können wir da wieder zurück. Gut. Natürlich gibt es ja auch ein paar kleine Viechchen. Ah ne, die wollen uns heilen. Okay, gerne. Gerne, gerne, gerne. Ich rate mal, hier kann ich dann wieder zurück zum Speicherpunkt. Nachdem ich den Speed Booster mal ausprobiert habe. Okay. So. Schön. Dann sind wir wieder hier. Dann kann ich hier den Speicherpunkt mal direkt verwenden. Dann ist er doch nicht so unnütz gewesen hier. Und beende jetzt den Part. Denn ich finde, das war schon ein ganzes Stück, was wir jetzt erledigt haben. Und ja, dann werde ich direkt zum Navigationsterminal zurückkehren im nächsten Part. Und dann fragen wir mal unseren lieben Computer, was wir denn als nächstes tun müssen. Also meine Lieben, schaltet dann auch wieder ein. Und ich sage dann mal, bis dann. Tschüss.